Ja, ich sitze jetzt hier mit Torben Liebrecht. Er ist der Hauptdarsteller in der Verfilmung von Das Joshua-Profil von Sebastian Fitzek. Der Film läuft am 30. März bei RTL. Mhm. 20.15 Uhr, Karfreitag. Genau, sehr, sehr spannend und ein sehr körperlicher Film auch. Du bist ja die ganze Zeit am Rennen. Ja. Das bedurfte, ich meine, du bist ein sportlicher Typ, aber das bedurfte vermutlich schon auch Vorbereitung, oder? Ja, schon. Also tatsächlich. So durch zwei Dinge. Das eine ist, also die Figur, die ich spiele, heißt Max Rode, ist ein etwas erfolgloser Thriller-Autor, der auch, sag ich mal, ein bisschen Probleme hat, sich emotional mitzuteilen und eigentlich seine Probleme, so die er hat, ganz stark mit sich selber ausmacht. Der hat eine Frau, die sehr erfolgreich im Berufsleben steht als Pilotin. Die beiden haben eine Pflegetochter, die auch sehr stark so seinen Alltag bestimmt. Und das bisschen Zeit, dass er Freizeit hat, also für sich selber, ist eben dadurch stark reglementiert. Und die Zeit, die er hat, die nutzt er eben für Sport. Und das tut er dann eben halt im Druck-Kochtopf-Verfahren quasi. Und das ist auch so all das, wo er so seinen Stress quasi dann versucht, hinter sich zu lassen. Also das heißt, die Leistungslatte ist von der Figur quasi schon sehr hochgelegt. Dem muss man dann irgendwie nachkommen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass, wie du sagst, eben durch diese Flucht bzw. die Suche nach seiner Pflegetochter, die dann irgendwann im Laufe der Geschichte eben, wie rauskommt, entführt wird, so viel kann man ja verraten, ist natürlich auch etwas, das ihn körperlich sehr, sehr stark auszehrt. Und das ist eben was, wo ich glaube, dass man das nur bis zu einem gewissen Punkt schminken kann. Da muss man dann irgendwie das Paket mit ans Set bringen. Und das Tolle war, dass also dem Sender und auch der Produktion in dem Moment dann eben mit klar war, dass man sich da sehr darauf vorbereiten muss. Und ich hatte tatsächlich, und das war ein ganz großer Luxus, um den ich sehr dankbar bin, 3 Monate lang einen ganz tollen Trainer, den Tobias Lipp, an meiner Seite, der da mit mir durch dick und dünn gegangen ist und mich wirklich dahin gebracht hat, also wirklich nochmal an ganz neue Leistungsgrenzen zu kommen und eben auch tatsächlich in der Zeit einfach nochmal 10 Kilo abzuspecken für diese Rolle. Und wie lange hast du gebraucht, um das wieder drauf zu bekommen? Also um so auszusehen wie ich jetzt, weil du siehst ja tatsächlich recht ausgezehrt aus. Naja, so wie jetzt, also so wie jetzt, jetzt habe ich mal wieder so, jetzt bin ich so, sage ich mal, wieder auf Normalgewicht, aber es war tatsächlich krass. Also es war, nachdem der Film dann durch war und man eben die ganze Zeit ganz stark reglementierte Diät hatte, gab es bei mir diese klassische Rebound-Phase. Du machst eine Crash-Diät und danach hast du es in relativ kurzer Zeit eben wieder drauf. So, und das war dann ein bisschen deprimierend und frustrierend irgendwie, aber gut, Weihnachten steht vor der Tür, da kann man das dann eh immer so ein bisschen als Weihnachtsspektakel, und jetzt habe ich so langsam wieder im Griff, also ist alles. Und gab es auch schon mal eine Rolle, für die du im Gegenteil was anfressen musstest? Nee, aber ich glaube tatsächlich, also anfressen geht ein bisschen schneller, aber es ist wahrscheinlich noch ungesünder, weil es dann irgendwie ganz stark auf die Pumpe haut, ne? Und du hast mir ja vorhin auch schon verraten, dass du auch tatsächlich jemand bist, der, wie war das, um dich zu zitieren, wenn ich schon ein Stück Kuchen sehe, dann nehme ich zu? Ja, ich muss am Stück Kuchen vorbeilaufen eigentlich und dann lege ich 3 Kilo zu, deswegen, also ich esse sehr gerne und deswegen muss ich auch sehr gerne Sport machen, quasi, damit sich das irgendwie ausgeht. Das ist ja ein Film, in dem geht es um Überwachungsmöglichkeiten, mhm, und du bist dann quasi Teil eines Experiments, beziehungsweise deine Figur. Ja. Hat das deine Meinung gegenüber diesen Sachverhalten auch ein bisschen verändert, dass man da selber auch nachdenklich wird und auch aufpasst in dem, was man vielleicht so postet oder alles auf dem Handy hat, oder sagst du, das kann ich auch trennen, ganz klar? Also Sebastian Fitzek hat mit dem Joshua-Profil diese Geschichte, was eben passiert, wenn man seine Daten zu sehr freigibt und die eben kommerziell genutzt werden und da dann eben in die falschen Hände geraten, sehr, sehr konsequent durchgesponnen. Ich finde, dass es sehr alarmierend ist. All das, was beschrieben wird in der Geschichte, eben dieser Datenmissbrauch, der ist technisch gesehen gar nicht mehr weit von uns weg und wird uns eben verkauft, mit dem Gefühl von Sicherheit. Und das ist eben so eine trügerische Illusion. Ich glaube, dass mit Sicherheit und solchen Dingen immer so ist, so ein Heilsversprechen, ne? Wir wollen uns alle sicher fühlen, jeder will sich irgendwie gleichzeitig auch frei fühlen, und das ist eben was, damit kannst du Wählerstimmen machen, damit kann man Geld scheffeln in der Industrie, und das kommt aber immer um einen Preis, und der Preis, den du für diese Sicherheit zahlst, ist eben die eigene Freiheit. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist wie bei einem Medikament. Jede Wirkung hat auch irgendwie eine Nebenwirkung. Mhm. Und ich war schon immer sehr kritisch, was das angeht, aber tatsächlich also so konsequent das mal durchgedacht und das so hautnah am eigenen Leibe erfahren zu können, wie durch diese Figur, jetzt beim Spielen, war natürlich so vor noch nicht da. Also das, ich kann es jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, macht das nicht, seid vorsichtig, was ihr, oder seien Sie vorsichtig, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Leserinnen und Leser, was sie an ihren Informationen teilen, weil wir aus Bequemlichkeit ganz viele Dinge frei zugänglich machen, die letztendlich auch nicht vor Missbrauch
sicher sind. Und wenn es dann wirklich so weit kommt, dass auch eine Identität dann gestohlen wird, bei den Amerikanern passiert das ja durch diese Sozialversicherungsnummer noch eher als hier, das ist, damit ist einfach nicht zu spaßen. Du bist ja jetzt, wir haben dich ja bei RTL schon gesehen, einem ja. sogenannten Blockbuster, ja, da ging es um diesen, genau, Duell der Brüder, mhm. die Gebrüder Puma bzw. Adidas. Dassler Brüder, Dassler, genau, aus denen halt mhm. quasi die jeweilige Firma mhm. Wurde. Was hat sich, dieser Status wird sich jetzt ja quasi zementieren durch diesen Film. hat sich denn schon ein bisschen was für dich geändert in deinem Alltag, dass du öfter erkannt wirst oder, ja. Also ich weiß nicht, ob sie, nee, im Alltag jetzt nicht so. Also ich kann immer noch ganz normal, ich kann mich ganz normal in den Bus setzen und werde genauso freundlich oder unfreundlich behandelt irgendwie von Mitreisenden wie vorher oder so. Da ändert sich nichts. Und das ist auch ganz gut so. Also weil ich tatsächlich mir auch sehr stark überlege oder sehr stark darauf achte, dass mein Privatleben für mich privat bleibt. So, ich stehe nicht auf jedem roten Teppich und gebe zu jedem Ereignis irgendwie meinen Kommentar ab, weil ich auch glaube, dass die Welt nicht besser macht. Ich glaube, wenn das nicht so da ist, also dass man permanent in der Presse so zitiert wird, dann lernen die Leute einen auch, also oder dann lernen die Zuschauer einen mehr durch die Rollen kennen, die man spielt. Und das ist, finde ich, auch das Interessantere, dass man, also so interessant ist mein Privatleben auch nicht, dass ich da großartig drüber reden müsste. Und es würde auch den, es hat ja keinen Zugewinn für den Zuschauer, der soll sich ja auch darauf einlassen. Das finde ich ja schön, dass sie sagen können, ach, das ist ja der Typ aus dem Joshua-Profil und der war auch beim Duell der Brüder dabei, dass man sagt, ach, jetzt spielt der den und der Liebrecht macht jetzt das und Herr Liebrecht jetzt als. Und das ist eben ganz schön, dass es immer noch so ein kleines Fragezeichen gibt, so eine Leerstelle. Aber dann wollen wir trotzdem abschließend ein Detail verraten. Mhm. Ich weiß, du bist ja sehr zurückhaltend, aber ja. du bist heute nach Berlin gezogen, mehr oder weniger. Oder hattest Schlüsselübergabe? Ich habe heute ganz feierlich, nachdem ich 14 Jahre in München gelebt habe, genau hatte ich zumindest jetzt, also gab es eine Übergabe. Ich habe sie jetzt das erste Mal wieder gesehen. Die Wohnung und werde dann jetzt im Ende April dann tatsächlich auch meinen Umzug in die Hauptstadt vollbringen. Und dann hat Berlin mich wieder. Und die Berliner sind ja auch bekannt dafür, dass sie Promis auch weitgehend in Ruhe lassen. Also, ja, Gott. Ja, natürlich noch viele weitere Vorzüge die Stadt, aber ja. das wirst du dann vermutlich auch erleben. Ja, Torben, wir wünschen dem Film alles Gute. Dankeschön. Verrat es abschließend noch ganz ja. schnell, was gibt's Neues bei dir? Woran arbeitest du gerade? Worauf können wir uns jetzt freuen außer diesem Film? Es kommt im Herbst ein amerikanischer Kinofilm heraus, der dann hoffentlich auch nach Deutschland kommt, den ich im letzten Herbst im Anschluss gedreht habe. Der hatte den Arbeitstitel Operation Finale. Und da durfte ich mit wirklich hochkarätigen Schauspielern wie Oscar Isaac und Sir Ben Kingsley vor der Kamera stehen. Das war wirklich toll und auch ein ganz tolles Anschlussprojekt zu dem hier. Und bei allem anderen kann ich tatsächlich noch nicht drüber reden, weil ich ein bisschen abergläubisch bin und immer erst über Sachen quatsch, wenn die Tinte trocken ist oder die erste Klappe geschlagen ist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Joshua-Profil am genau. 30. März um 20.15 Uhr. Karfreitag, 20.15 Uhr bei RTL. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich. Immer wieder eine Freude.